Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht es soweit ganz gut eigentlich. Ich freue mich, heute scheint endlich mal wieder die Sonne nach vielen Tagen von Regen. Gestern war es ganz schlimm, gestern hat es bei uns hier im Sauerland den ganzen Tag geregnet und es war ja sehr, sehr kalt. Deshalb freue ich mich und ja, ich wollte euch heute einen Look schminken mit dieser Palette hier. Die Arabian Nights von Sleek, das ist wohl die neueste von Sleek. Ich habe die mir bestellt, meine ich, bei Shades of Pink, ja. Da habe ich die damals vorbestellt. Also ich wusste, die kommt raus und ich habe sie gesehen und mir gefallen die Farben sehr. Das ist jetzt noch der Umkarton. Ja, auf Shades of Pink habe ich mir die bestellt. Ich glaube für 9,90 € oder 9,90 €. Ich verlinke euch Shades of Pink gerne hier unter diesem Video. Dann könnt ihr auch da mal schauen, da habe ich schon viele Sachen bestellt. Manchmal kann man da auch richtige Schnäppchen machen. Könnt ihr ja mal gerne vorbeischauen. Wie ihr seht, ich trage noch nichts im Gesicht, außer dass ich heute Morgen mir eine Tagescreme ins Gesicht geklatscht habe und eine Augencreme. Habe ich noch nichts gemacht. Ich mache es heute mal ausführlich. Mein letztes Lidschattenlotto, da schrieben einige, dass sie auch ganz gerne mal, wenn ich mich schminke, gerne meine Stimme hören dabei. Und deshalb wird es ausführlicheres Video und wer weiß, was noch so passiert in diesem Video. Also dranbleiben bitte, falls ihr Lust habt. Ja, und falls ihr jetzt bemerkt, dass ich ganz schön dunkel geworden bin, ich war gestern beim Friseur und habe mir dann, ich war ja sehr, sehr hell, weil ich ja immer nach jedem Friseurbesuch mir wieder neue Strähnchen habe reinmachen lassen. Und gestern habe ich mir dann einen Goldbraunton, also einen Braunton, so einen mittleren Braunton mit Goldreflexen ausgesucht. Ich habe bestimmt noch hier irgendwo so leichte Ränder und auf der Kopfhaut die Farbe. Ihr seht, ein paar kleine Strähnchen habe ich mir wieder reinmachen lassen. Und das wird auch, wenn ich jetzt heute Abend mir die Haare wasche, da kommt immer wieder Farbe raus und die anderen Strähnchen kommen durch. Also werde ich automatisch wieder heller. Aber mir gefällt das auch mal ganz gut, so ein bisschen dunkler. Genau. So, und jetzt genug geschwafelt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen mir zu besorgen, sonst muss ich gleich mal währenddessen aufstehen. Ja, womit fange ich an? Also, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit der Catrice Camouflage Creme. Ich habe, glaube ich, den hellsten Ton. Die benutze ich sehr, sehr selten. Das ist die 010 Ivory. Ich schreibe euch auch nochmal alle Produkte in die Infobox, ja. Das ist ein sehr cremiges Produkt, fester in der Konsistenz. Normal nehme ich ja, also das schmiere ich mir jetzt auch nicht zum Aufhellen der unter die Augenpartie, sondern auf, hier habe ich so einen kleinen Pickel und da zum Abdecken von diesen kleinen Pickelchen hier, die ich manchmal vor gewissen Tagen bekomme einfach. Ja, und ihr seht, es ist sehr hell, leicht gelbstichig und das tupfe ich mir mal hier so hin, genau. Einfach drauf tupfen, ich habe mir natürlich vorher gerade eben die Hände gründlich gewaschen. Ja, genau. Und hier habe ich auch irgendwie eine Rötung, sehe ich gerade. Also ich finde das Produkt ganz gut, weil das ist fest in der Konsistenz. Hier unten drunter zum Concealen benutze ich das nicht. Das habe ich ein, zwei Mal probiert. Aber das ist durch die feste Konsistenz setzt sich das bei mir in die leichten Linien hier unterm Auge. Und das betont dann nur noch die kleinen Linien. Und das mag ich nicht. So. Soll reichen. Ja, das dazu. Mit Sicherheit werde ich auch ein bisschen schneiden, damit es ein bisschen, sonst wird es ein endloses Video. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Produkt. Ich verwende jetzt, ich habe ja früher fast nie Foundation benutzt, aber die liebe Christina, wer es gesehen hat, hat mich ja mit einem Päckchen überrascht. Und sie hat dieses Produkt mir geschenkt. Das ist die Catrice Velvet Finish Foundation mit Lichtschutzfaktor 30 in 020 Natural Velvet. In dieser süßen kleinen Glasflasche. Leider, ihr werdet gleich noch andere Produkte sehen, gibt es die Sachen wohl nur in der großen 2 Meter Theke von Catrice und auch nur in ausgewählten Müller Drogerien. Ich habe mal in meinem Müller angerufen, der auch leider eine Stunde Autofahrt von mir entfernt ist, aber die kriegen das wohl leider nicht, diese lange Theke. Ja,
Okay, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und ich habe gehört, bei der lieben Kosmetik Cosmo, also im Internet bestelle ich ja bei der lieben Coco schon mal, soll es das wohl Anfang nächsten Jahres geben, dass die diese Produkte in ihre Sortiment aufnimmt. Und dann werde ich mir das da halt bestellen, weil ich finde die Foundation sehr, sehr gut. Ich mache das dann so, gibt mir immer ein Pumpstoß reicht eigentlich schon, habe ich bemerkt, ist sehr ergiebig. Ja. Ich habe es mit den Fingern schon aufgetragen, das mache ich jetzt auch. Letztes Mal habe ich es mit dem Pinsel gemacht und ich muss sagen, ich fand das Ergebnis mit den Fingern aufgetragen, so wie jetzt, viel, viel besser. Mit dem Pinsel weiß ich nicht. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, warum. Ich fand das einfach, ich benutze auch lieber bei solchen Sachen meine Fingerküsse. So, und ich klatsche mir das auch immer schön auf die Augen, also überall ins ganze Gesicht. Hier schön auf die Ränder aufpassen, dass man auch die Foundation hier bis zum Ohr, ja, überall ein bisschen hin. Und ich finde den Farbton hier auch, den Christina mir ausgesucht hat, passend. Es ist eine mittlere Deckkraft, also, und ich fühle mich wirklich gut versorgt, beziehungsweise nicht zugeklatscht. Ich habe ein angenehmes Gefühl und ich mag das nämlich nicht. Ich hatte mal früher eine Foundation, da die deckte super ab, aber das war so ein klebriges, komisches Gefühl. Die habe ich nicht lange benutzt. Das ist aber auch schon, boah, ein paar Jahre her. Da habe ich noch keine YouTube-Videos gedreht. So, gucke ich mal hier. Also wenn ich hier rüber gucke, ich habe hier meinen Spiegel. Genau. So, ich meine, das ist okay so mit dem Verteilen. Wie gesagt, ich finde die klasse, diese Foundation. Und dann noch ein Lichtschutzfaktor, also wirklich. Ja, gut. Dann hat die liebe Christina mir ja auch von Catrice den Fotofinish Concealer beigelegt. Diesen hier. Den finde ich auch klasse. Das ist 020 Rosy oder Rosy Beige. Kommt mit so einem Pinselchen. Und dann kommt durch Drehen hier oben das Produkt raus. Irgendwann. Das mache ich mir dann hier und das Auge. Ist auch eine festere Konsistenz, aber nicht so fest wie jetzt die Camouflage von Catrice. Das klopfe ich mir dann so mit dem Ringfinger ein, ganz vorsichtig. Und ich finde, das gibt dann noch mal so einen schönen Hallo, mach mich wach Effekt. Und ja. Die Deckkraft ist jetzt nicht super, super gut, aber finde ich, das muss auch nicht sein. Mir reicht das, ne? Also doch, ich finde es okay. Ja, ihr Lieben, was jetzt kommt, ich habe es euch ja schon verraten, irgendwann mal in einem Video vor ein paar Wochen, dass ich eine versteckte Verlosung machen möchte. Und das ist dieses Video, benutze ich dafür, dass die lieben Abonnenten, die mich regelmäßig schauen, ihr werdet es nicht verpassen. Ich werde euch jetzt, ja, anlässlich, sage ich mal, meiner schon über 7000er Abonnentengrenze, Grenze. Ja, ich habe jetzt über 7000 Abonnenten und möchte euch einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön damit sagen. Ja, für eure Treue, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, mich schaut, mir kommentiert, mir Bewertung abgibt. Viele von euch folgen mir auf Instagram, auf Facebook. Wer Interesse hat und das noch nicht tut, ich setze auch immer die Links zu meiner Facebook-Seite und nach Instagram unter dieses Video auch, unter alle Videos. Ja, deshalb. Und ich starte jetzt einfach mal. Ich habe mir das so gedacht, es gibt zwei Boxen zu gewinnen. Eine Trostpreisbox, wie ich das fast immer mache. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich, da oben wird jetzt gleich stehen Box 1. Und dann blende ich euch immer mal wieder jetzt beim Schminken Bilder ein. Das sind Produkte, die befinden sich in Box 1. Und irgendwann, ich werde es jetzt nicht im Video jetzt noch ankündigen, verschwindet Box 1, dann steht hier Box 2 und dann seht ihr die Produkte von Box 2. Einiges ist identisch, anderes, aber einige Produkte auch nicht. Und die Trostpreise-Box findet ihr dann auch nochmal hier. Das heißt, dann steht hier oben Trostpreis und dann auch die paar Produkte, die ja, derjenige dann gewinnen kann in der Trostpreisekiste. Ich werde am Ende dann noch mal kurz was dazu sagen und alles weitere wichtige Infos lest es euch durch hier unterm Video. Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, ja,
Wahrscheinlich seht ihr jetzt schon das erste Bild, was in Box Nummer 1 ist. Ich lasse das einfach so laufen, ihr wisst, ne? Versteckte Verlosung. So, als nächstes nehme ich jetzt Catrice Velvet Finish Puder, auch von der lieben Christina bekommen. Gibt es wohl auch nur in der großen Theke von Catrice. Finde ich schade. Naja, da gehe ich vorsichtig rein in meinen Pinsel und tupfe mir das einfach vorsichtig auf. Das ist ein Puder, was wirklich, habe ich jetzt gemerkt, weil ich benutze das ja fast jedes Mal, wenn ich mich schminke. Das hat, wie sagt man, das mattiert sehr, sehr gut und auch lange. Also ich habe einmal mich damit geschminkt morgens und abends war ich dann leicht am Glänzen. Es war jetzt auch vom Wetter her, die Temperaturen waren sehr kühl. Okay, im Sommer denke ich, man muss man dann mal zwischendurch abpudern, aber ich finde dieses Puder sehr, sehr gut. Wichtig auch über die Augen, also auf die Augen, auf die Wimpern, damit gleich die Produkte gut haften und vor allem die Mascara. Jo, doch, das ist ein schönes Puder. Und das ist auch die 020 Natural Velvet. Gut, haben wir abgepudert. Was jetzt? Jetzt würde ich sagen, male ich mir die Augenbrauen nach. Schaut mal. Da ist nicht mehr viel von über, aber ich habe mir schon nachgekauft. Das ist der Bijou Eyebrow Definer Nummer 5. Hier habt ihr so ein Pinselchen. Und hier haben wir das Produkt. Ihr seht, das ist so ein aschiger Ton, aber ich finde den sehr, sehr passend für meine Augenbrauen. So, ich habe hier so einen kleinen, von Catrice ist der auch, so einen schönen neonfarbenen Anspitzer. Und wichtig finde ich, dass die Pencils, die Augenbrauen-Pencils immer gut angespitzt sind, damit man halt genau nachzeichnen kann. Jetzt hole ich euch mal ran. Ihr seht, ich habe sehr dunkle Augenbrauen, aber halt nicht so dichte. Und meine Härchen sind sehr lang. Und ich merke gerade, ich habe mir noch nie meine Augenbrauen, glaube ich, hier über Display angemalt. Ja, ich finde, dass diese Augenbrauenfarbe ein natürliches Ergebnis liefert und nicht, ich mag das nicht, wenn das zu angemalt aussieht. Also, wisst ihr, so ganz krass halt irgendwo. Ich weiß nicht. So. Ja. Gut. Also es wird langsam immer schwieriger, wenn der Stift so kurz ist. Ich denke, ich werde ihn in meinem nächsten Aufgebraucht-Video mit reinnehmen. Naja. Aber ich finde den klasse und ich finde, das passt zu meinen Augenbrauen. So, jetzt habe ich beide fertig und der Stift ist wieder mal geschrumpft. Dann mache ich das mit diesem Bürstchen, was auf der anderen Seite dabei ist. Dann gehe ich mir nochmal locker da drüber, damit die nicht so ineinander geklatscht sind. Finde ich dann nochmal irgendwie einen Ticken schöner. Das geht mit dem Bürstchen hier ganz gut. So. Ja, so. Jo. Dann nehme ich mir ein Augenbrauengel, um die Härchen noch ein bisschen zu fixieren. Dazu habe ich den von Catrice hier, den Lash and Brow Designer. Das ist ein farbloses Gel. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen dreckig aus, weil ich es ja schon oft benutzt habe. Da haben wir hier die Bürste und da gehe ich mir nochmal locker damit drüber. So. Drück das ganz vorsichtig mit den Fingern an. Und ja. Also meine Augenbrauen sind auch nicht exakt gleich, aber da lege ich auch nicht so großen Wert drauf. Ich finde gerade sowas natürlich einfach, ne? Ich glaube, die ist hier oben etwas dünner wie die, aber hier kommen halt sind halt nicht so viele Härchen wie da, aber ich möchte das jetzt auch nicht so exakt haben. Ich finde das eigentlich so schon schön, wie es ist. So, das hätten wir. Dann mache ich als nächstes, was mache ich denn? Genau, dann nehme ich mir eine Eyeshadow Base. In diesem Falle möchte ich die jetzt aufbrauchen, weil ich die schon länger habe. Die war damals bei der Naked 1 von Urban Decay bei der Palette mit bei. Die Eyeshadow Primer Potion.
Ich glaube, das ist die, die es immer, also das Original quasi. Es gibt ja noch andere mittlerweile. Ist auch bald leer, hat hier so einen schönen abgeknickten Applikator. Und da brauche ich auch nicht, ja, da ist nicht mehr viel drin, sehe ich. Da braucht man auch nicht viel von. Sehr, sehr sparsam. Aber die, wie gesagt, die Naked 1 habe ich ja jetzt, glaube ich, schon ein Jahr oder fast ein Jahr. Und deshalb möchte ich die jetzt verbrauchen. So. Das reicht schon. So, jetzt habe ich mir auf beide Augenlider die Eyeshadow Base aufgetragen. Die lasse ich jetzt in der Regel dann immer etwas einwirken. Und in dieser Zeit nehme ich jetzt schon mal einfach einen Blush. Die liebe Christine hatte mir auch dieses Blush dabei gelegt, das Illuminating Blush, was ich sehr, sehr liebe auch im Moment. Aber ich wollte euch jetzt ein neues Produkt zeigen. Das habe ich mir gestern mitgenommen. Da war ich bei Rossmann und da gab es halt dann schon die neuen Essenssachen. Aber bei unserem Rossmann gibt es nur die kleine Theke. Das ist das Silky Touch Blush, die 70 Kissable. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich finde die Farbe so schön und ja, da ist halt, die wirkt eher matt. Ist vielleicht ein dezenter Schimmer drin. Mal schauen. Ich benutze die jetzt das erste Mal. Ich gehe mal, oh ja, die krümeln auch ein bisschen. Muss man aufpassen. So, ja, und ich fange jetzt mal an, mich zu, wie sagt man, zu blushen. Oh ja, da muss man auch aufpassen. Ich glaube, das reicht schon. Ich finde, das reicht schon an Farbe. Aber es ist eine sehr schöne Farbe, oder? Kommt jetzt ein bisschen knalliger in der Kamera rüber, wie es eigentlich hier ist. Aber ich mache euch gleich nochmal Fotos. So. So, da gibt es noch eine etwas hellere Farbe, so ein Peach-Ton, den fand ich auch nicht schlecht, aber mir reicht. Ihr wisst, ich habe ja einige Blushes, aber einer von den neuen musste mit. Ja, vielleicht kann man das Ganze dann noch mal ein bisschen mehr verblenden. Ich gehe dann gerne noch mal mit dem Puderpinsel so über den Blush, damit die ist nicht so scharfkantig. Ja, damit die Kanten so ein bisschen besser verblendet sind. So, okay. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Sleek-Palette. Arabian Nights Smoke and Shadows steht hier drauf. Es ist die Nummer 320. Ich habe die noch nicht benutzt. Die ist noch jungfräulich. Genau, hier seht ihr nochmal die Bezeichnung. Da. Und die Paletten sind immer gleich. Die haben oben einen großen Spiegel. Hier ist eine Folie mit den Namen drauf. Und ein doppelseitiger Applikator. So, und das sind die Farben. Ich glaube, alle schimmrig, glitzerig, bis auf dieser hier. Das, ja, der scheint mir sehr matt. Ich gehe da jetzt, ich war auch noch nicht mit dem Finger drin. Ich gehe jetzt erstmalig da rein. Und ihr seht, das ist ein sehr schöner dunkler Pflaumeton, ja. Doch, der gefällt mir. Da. Und der wirkt matt. Wohingegen, welchen ich auch total klasse finde, ist irgendwie dieser hier, dieses dunkelblaue Lila. Der müsste aber ein bisschen glänzen. Der hat so leichten Glanzschimmer oder so. Ja, auch eine tolle Farbe. Ich weiß jetzt noch nicht, hier ist jetzt kein Ton bei zum Verblenden, also kein neutraler, matter Ton. Da habe ich mir aber meinen Averde MAC, MAC, hier, diesen hier, wo der Deckel kaputt ist. Warm Vanilla ist das. Genau. So. Ja, ich mache jetzt spontan, benutze ich jetzt mal irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, was ich verwende, wie ich es verwende. Ich überlege mal kurz. Ja. Was nehme ich? Das sind so schöne Farben, ne? Bronze, Gold, Braun. Das Schwarz schimmert auch leicht. Was nehme ich? Schminke ich einen krasseren Look oder einen nicht so krassen Look? Hm.
genau, was ich euch noch, womit ich jetzt mir auch mein Augen-Make-up schminken möchte, ist mit diesem Pinsel. Ich glaube, die sind noch ziemlich neu, habe ich jetzt bei Rossmann mitgenommen. Lidschattenpinsel von der Firma For Your Beauty. Fand ich ganz schön. Normalerweise wasche ich die vorher, aber jetzt habe ich das vorher nicht mehr geschafft. Und ich fand den sehr schön, so ja, weißer Griff. Und hier habt ihr dann einen schönen, buschigen Lidschattenpinsel. Ja, ich mache jetzt mal spontan, glaube ich. Ich kann mich nicht entscheiden, oh Mann. Ich glaube, ich gehe mal in das dunklere Grün hier, was ziemlich glitzert. Oh ja, oh oh. Aber egal, wir wollen es mal ein bisschen... Mal schauen. Ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal rein. Vorsichtig. Und mache mir das nur hier in die Mitte. Ich möchte mal ein paar mehr Farben benutzen. Egal, auch wenn ich dann aussehe wie so ein bunter Papagei. So. Bisschen noch mehr hier bis zur Lidfalte hier rein. So. Quasi so. In die Mitte des Augenlides setze ich mir jetzt diesen schönen schimmrigen Grünton. Das mache ich dann auch jetzt mal eben bei dem anderen Auge. So, dann sieht das Ganze erstmal so aus. Noch nichts verblendet, gar nichts. Ich mache mal eben den Pinsel ein bisschen sauber, aber ich finde den Auftrag mit diesem Pinsel von Rossmann sehr gut. So, dann nehme ich mir einen etwas schmaleren Pinsel. Das ist, den gab es mal vom Max Factor. Ich weiß, den gibt es glaube ich nicht mehr, aber das ist ein etwas schmaleres Pinselchen. Und dann gehe ich mal in diesen ganz hellen Ton hier oben. Das ist so wie so ein Champagnerton. Finde ich auch ganz schön. Da gehe ich mal rein. Und den setze ich mir hier in den Augeninnenwinkel, beziehungsweise ja hier auf das vordere Stück. Also da sind keine groben Glitzerstückchen drin, also hier nicht, ne? Den ziehe ich mir so ein bisschen, tupfe ich den über das Grün hier und ziehe mir den hier so leicht drüber. So ein bisschen in die Lidfalte rein, bis hier, so. Bisschen noch. Ja, so. Okay, andere Auge. So, das andere Auge habe ich auch mit diesem schönen Champagnerton jetzt bearbeitet. Finde ich ganz nett. Ja, was machen wir uns denn mal hier hin? Ich glaube, da nehme ich jetzt mal... Ich habe den gerade sauber gemacht vom Max Factor, den Pinsel. Den nehme ich jetzt auch hierfür. Und da nehme ich jetzt mal diesen krassen Blau... Moment, diesen Ton. Den ich euch, glaube ich, eben schon gezeigt habe. Ja, heute wird es bunt. Den tupfe ich mir jetzt hier außen auf. So. Auch ein bisschen hier über die Kante von dem Grünen. Ach, ich finde die Farbe irgendwie genial. Schimmert so ein bisschen lila Farben, also so blau-lila irgendwie. Ja, wie hoch setze ich mir den so? Ein bisschen bis oberhalb zur Lidfalte. So. So, glaube ich, lasse ich das erstmal. Und dann nehme ich noch ein bisschen hier auf die Pinselspitze und trage mir das hier in die Lidfalte. Ziehe das bis hier vorne hin. Da, wo der Champagnerton anfängt. Das müssen wir gleich gut verblenden. Oje. So, dann sieht das Ganze so aus. Krasse Farben, oder? Also das Sleek ist ja immer super pigmentiert. Meistens. Ja. Okay, dann würde ich sagen, verblenden wir erstmal ein bisschen. Und zwar nehme ich mir dazu Blender Betty von Cosmetic Cosmo und den Alverde Warm Vanilla. Und gehe erst bis hoch zur Augenbraue, weil wie gesagt, in der Arabian Nights Palette hier ist jetzt kein matter
heller Ton zum Verblenden, deshalb nehme ich jetzt den. Das fehlt halt in der Palette. Ja, und dann gehe ich jetzt hier erstmal über die Kanten. Hier außen auch. Dadurch wird die Farbe natürlich etwas schwächer und nicht mehr so intensiv. Aber ich will ja eine schöne Kontur hier haben und kann ja auch gleich noch Farben aufnehmen. Beziehungsweise das Blau oder noch eine andere Farbe dahinsetzen. Mal gucken. Aber Blenden ist halt sehr, sehr wichtig. Das wusste ich früher auch nicht, dass wenn man sich beim Blenden Zeit nimmt, dass das halt viel ausmacht, ne? Sieht man jetzt ja schon, hier ist es viel scharfkantiger und hier ist es halt schon schön weich, die Kanten. Ja. Okay, dann blende ich mal eben das andere Auge. So, jetzt habe ich beide Augen verblendet und es ist noch krass natürlich. Die Farbe ist echt, also dieses Blau-Lila finde ich genial. Schön. Jo, was können wir noch machen? Erstmal, ich nehme jetzt mal dieses matte, dunkle Pflaumentönchen hier und nehme so ein abgeschrägten Pinsel und gehe dann mal da rein. Den wollte ich mir nämlich hier unten hinsetzen, unterm Wimpernkranz. Die Farbe finde ich auch sehr schön für den Herbst. Im Allgemeinen finde ich die Palette für den Herbst-Winter gut geeignet. Es sind halt farbenfrohe, aber dennoch jetzt nicht zu knallige Farben, ne? Gut, für manch einen ist das jetzt hier schon knallig, aber ich finde es gut tragbar. Ja, finde ich sehr schön. So, jetzt habe ich beide Augen unten, diesen Pflaumenton. Finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, so sieht das aus. Jetzt, Moment. Jetzt habe ich den Pinsel hier ein bisschen sauber gemacht und gehe jetzt mal in das leicht schimmrige Schwarz hier. Also ich meine, der hat so einen leichten Schimmeranteil. Moment, seht ihr das? Das wollte ich jetzt für den oberen Wimpernkranz benutzen. Auch wieder mit dem abgeschrägten Lidschattenpinsel vorsichtig auftupfen. Ganz nah am Wimpernkranz. So. Ich glaube, man sieht noch nicht viel, oder? So ein bisschen doch. So, jetzt habe ich beide Augen schwarz umrahmt. Ja, finde ich ganz nett. Ja, okay. Was können wir noch machen? Irgendwie möchte ich doch noch gern was. Ich glaube, ich probiere mal was aus. Und zwar. Nehme ich mal diesen schimmrigen Goldton hier, diesen glitzerigen. Nehme mir, was nehme ich denn? Nochmal einen sauberen Lidschattenpinsel. Gehe ich jetzt in das Gold rein. Ganz vorsichtig. Und tupfe mir das hier in die Mitte. So. Das ist nämlich, glaube ich, mit ein sehr. Da ist mehr Glitzer drin. So, einfach nur so in die Mitte tupfen. Ein bisschen in das Blau rein. So. Und hier genauso. Einfach so locker drüber in die Mitte rein. Ist vielleicht auch was Schönes zum. Für Silvester. Ja, das sieht dann so aus. Also das ist halt ein, ihr seht es schon, ein krümeliger Lidschatten, dieser Goldton. Okay, ich werde jetzt noch mal in dieses schöne Blau-Lila hier reingehen und möchte das doch noch mal ein bisschen intensivieren hier, weil das ja doch ein bisschen nachgelassen hat. Einfach noch mal ein bisschen drüber geben. So.
Und dann noch mal kurz ein wenig verblenden. Ganz vorsichtig. Ja, jetzt haben wir das noch mal ein bisschen intensiviert. Ja, ist halt ein einfaches Augen-Make-up, aber ich habe euch jetzt viele Töne hier aus der Palette gezeigt, ja. Und so könnt ihr es besser erkennen. Ja, was wir hier noch an andere, hier ist halt noch dieses hellere Grün mit so einem leichten Goldschimmer oder so ein Blau-Grau. Finde ich auch total interessant. Finde ich auch klasse. Oder hier dieses Lila mit diesem Goldglitzer. Ja, und die Farben sind, wie ihr sehen könnt, gut pigmentiert, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir sind mit den Fotos für die Verlosung. Aber ich glaube, die Palette ist schon... ja, ich finde die Palette schön. Schöne Farben für den Herbst-Winter. Okay. Ihr Lieben, jetzt brauche ich natürlich noch eine Mascara und dann nehme ich meine geliebte Miss Manga, diese hier, von L'Oreal. Die habe ich ja schon länger und ich bin immer begeistert von dieser Mascara. Moment. Die gibt halt nach. Die hat hier so ein bewegliches, hier seht ihr das, Gelenk. Fand ich erst etwas gewöhnheitsbedürftig, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt und ja, mag ich. Also ich vermute mal, wir haben jetzt, ihr habt jetzt alle Bilder gesehen, was in den Boxen und in der Trostpreisekiste drinne ist. Ich verrate euch jetzt, was ihr machen müsst. Ihr müsst euch einfach für eine Box entscheiden. Ihr schreibt in die Kommentare Box 1 oder Box 2 im Falle eines Gewinnes. Und ich möchte von euch was wissen. Also ihr müsst mir nur schreiben, welche Box, und ich möchte von euch wissen, was ihr, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, super. Ja, sag mal, geht's denn los? Ich brauche noch einen Kaffee, glaube ich. ihr sollt in die Kommentare schreiben. Mann, gibt's das denn? So, jetzt haben wir das oben getuscht. Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren, es tut mir leid. Was ihr mir noch als Kommentar, damit ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, sollt ihr mir schreiben, was macht ihr, wenn ihr traurig seid? Ja. Womit muntert ihr euch auf? Es reicht, wenn ihr schreibt, Musik hören oder weiß ich ja nicht. Es gibt ja schon mal so Momente, wo einem was durch den Kopf geht, was einen traurig macht. Und mich würde interessieren, was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, damit es dir wieder besser geht? Ja. So. Ne? Schon ein krasser Unterschied zur zum ungeschminkten Auge. Mascara macht wahnsinnig viel aus. Dann machen wir mal eben das andere Auge, ja? So, und jetzt möchte ich noch auf die Wasserlinie mir den von Max Factor, den Kohl Kajal Natural Glaze, ich glaube, es ist die 090, ist auf dem Kopf, ja. Den finde ich absolut genial. Das ist so ein schöner Hautton, der auch einigermaßen gut hält. Viele Kajals halten ja nicht, besonders hier gehen bei mir die Stifte, die Farbe immer sehr schnell weg, hier außen. Aber der hier hält einfach mit am längsten, fast den ganzen Tag. Und ich finde, es ist ein schöner, natürlicher Farbton, der nicht so künstlich aussieht. Ich habe auch weiße Farben, mache ich auch schon mal, aber am liebsten eigentlich so ein Naturton. So sieht das dann aus, finde ich schön, ja. Ja, jetzt haben wir das Augen-Make-up soweit fertig. Ich finde es irgendwie schön. Also ich hätte nie gedacht, dass so grün so mit blau-lila so gut harmoniert, dass das doch ganz gut aussehen kann. Was man jetzt noch machen könnte, ist, so zum Beispiel nehme ich dann auch gerne mein Alverde Warm Vanilla
und setze mir noch diesen helleren Lidschatten, den ich ja auch eben hier zum Verblenden benutzt habe, setze mir den in den Augeninnenwinkel hier rein. So, es geht ganz schnell. Dann sieht das Auge auch noch mal ein bisschen wacher aus. Ja, ein bisschen in die anderen Lidschatten so rein, miteinander verbinden. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, das war jetzt spontan, dass ich, ich habe mir da keine Gedanken vorher gemacht und ich bin ja auch kein Profi. Das dürft ihr nie vergessen. Ich habe keine Ausbildung als Make-up-Kosmetikerin oder so. Ich mache das halt, ja, so wie ich es meine. Und ja, so sieht das dann aus. Deshalb, was jetzt noch fehlt, ist Lippenstift. Und weil die Augen sehr knallig sind, habe ich mich mal für einen dezenten Rosenholzton entschieden. Von Catrice. Der ist schon ziemlich alt, aber immer noch gut. Das war damals die Urban Barock LE. Wer kann sich da noch dran erinnern? Die 03 Victoria. Und ich habe da auch noch andere Farben von. Und ihr seht, das ist so ein schöner Rosenholzton. Na? Schmiere ich mir jetzt auf die Lippen. Ist halt ein natürlicher Ton, der so ein bisschen die eigene Lippenfarbe unterstützt, sag ich mal. Gibt Glanz, hält jetzt nicht bombenlange, aber ich fand diese LE damals klasse. Da gab es auch so ein tolles Puder. Das habe ich auch noch irgendwo. So ein leichtes Schimmer-Highlighter-Puder. Das riecht so gut. Ja, jetzt gucke ich mal. Muss mal überlegen. Ja, ich würde das jetzt so stehen lassen. Ja. Ja, ihr Lieben. So, das mal dazu. Das war jetzt die Arabian Nights 320er Palette. Man kann damit viel machen. Man kann viele andere Augen-Make-ups damit schminken. Man braucht nicht so viele Farben verwenden wie ich jetzt. Es reichen schon ein, zwei Farben, um ein schönes Augen-Make-up zu schminken. Ich finde die Farben richtig schön alltagstauglich auch, wie natürlich, man kann es natürlich auch etwas bunter machen, so wie ich heute. Oder auch ein bisschen noch smokier, wie heißt das? Ja, so Smoky Eyes mäßig. Aber ja, ich weiß nicht, hat jemand von euch die Palette schon? Seid ihr auch so wie ich Sleek-Paletten-Fans? Ich habe ja so einige Paletten. Ja. Deshalb, ich dachte mir, ich stelle euch die Palette mal vor. Ihr bekommt die bestimmt auch bei Amazon. Aber wie gesagt, ich bestelle meistens, ja, zumindest habe ich die jetzt vorbestellt damals schon bei Shades of Pink. Jo. Mir ist so, als hätte ich was vergessen. Ja, was ich jetzt euch noch sagen möchte, ist, ja, hier habe ich ja jetzt die Verlosung drin versteckt quasi. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch die Preise gefallen. Ihr habt sie ja jetzt während meiner Schminkerei, habe ich euch ja die Bilder eingeblendet. Schreibt euch auch nochmal die Produkte in die Infobox natürlich. Dann könnt ihr nochmal in Ruhe entscheiden, im Falle eines Gewinnes, wofür ihr euch entscheiden möchtet. Box 1 oder Box 2, die Trostpreisebox lose ich dann unter den restlichen, ja, Teilnehmern aus. Ihr dürft einen Kommentar da lassen, bitte nicht mehrfach kommentieren. Ja, und ihr wisst, ihr sollt mir einfach schreiben, Box 1 oder Box 2. Also für eine bitte entscheiden. Und was macht ihr, wenn ihr traurig seid? Wie kommt ihr aus der Traurigkeit wieder raus? Was macht ihr? Das würde mich interessieren. Ja, also das ist mit eine Bedingung. So nehmt ihr halt an meiner Verlosung teil. Wenn du noch nicht volljährig bist, dann frag bitte deine Erziehungsberechtigten im Falle eines Gewinnes, ob du teilnehmen darfst, ne? Weil das ist wichtig, sonst ich brauche halt die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Ja, das ist wichtig. Und die Verlosung geht jetzt von heute an 2 Wochen. Sonst habe ich immer eine Woche gemacht, aber ich dachte mir, weil ich habe jetzt vom Chor haben wir sehr viele Sachen und auch so. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich gibt es vielleicht nicht ganz so viele Videos in den nächsten 2 Wochen, wie ihr es sonst von mir kennt. Aber ich versuche noch ein paar vielleicht vorzudrehen, weil ja, wir haben jetzt Trödelmarkt vom Chor und ich bin im Vorstand, da geht's, muss man halt viel vorbereiten, helfen. Ich freue mich aber sehr drauf auf den Trödelmarkt und dann haben wir noch eine Tagesfahrt mit dem Chor und noch so manch andere Sachen, ne?
Ja, deshalb lasse ich die Verlosung 2 Wochen laufen. So haben ja viele von euch die Chance, daran teilzunehmen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Das war's. Ich werde mit random.org, mit dem Zufallsgenerator, werde ich die quasi 3 Gewinner auslosen und mache dann auch 1, 2 Tage nach Beendigung der Verlosung ein Video, ein kurzes, das kennt ihr ja von mir, wo ich dann die 3 Gewinner bekannt gebe. Ja, und ich glaube, das war's. Welche Box schreiben? Was machst du, wenn du traurig bist? Und schon nimmst du teil. Genau. Wenn ich was vergessen haben sollte, dann sowieso wichtig, schaut in die Infobox, guckt nochmal die Teilnahmebedingungen durch. Ja, ich glaube, das war's. Ich lasse die Augen heute so geschminkt. Ja, ich glaube schon. Mir gefällt das ganz gut. Ich muss immer hier in den Spiegel gucken. Doch, mir gefällt es sehr gut. Ja, ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Einschalten. Und ach so, falls ihr euch fragt, was ich auf den Nägeln habe, ich hatte bei Cosmeti Cosmo was bestellt. Diese 2 Nagellacke, ich liebe ihre Nagellacke. Und das ist einmal, habe ich auch auf Instagram schon gepostet, Stracciatella. Das ist dieser schöne milchig-weiße, der hat schwarze deckende Pünktchen, aber auch, ihr seht es, je nach Lichteinfall, ja, bunte Partikel. Und ach nee, den habe ich jetzt hier. Und ich finde den klasse. Dieses leicht milchig-weiße mit diesen hellen, lichtreflektierenden Punkten, super, super. Ja, und dann habe ich mir noch gegönnt den Nachthimmel. So heißt dieser hier. Das ist ein schwarzer, der hat auch so lichtreflektierende Pünktchen. Die sieht man jetzt allerdings nicht so deutlich. Aber schaut mal bei mir auf Instagram. Da kann man das Funkeln sehr, sehr gut erkennen. Finde ich auch einen ganz tollen Nagellack. Eine Schicht, so war der eigentlich schon deckend. Ja, und dann habe ich mir bei dieser Hand, also bei den 2 Fingern, hatte ich auch diesen Stracciatella-Nagellack drauf. Und ich habe mir jetzt einfach diesen von Catrice da drüber gepinselt. Ich habe mir den mitgenommen letztens. Ach, das ist so ein schönes, schimmriges Weinrot. Ich liebe diese Farbe. Ja, und die ist auch sehr deckend in einer Schicht. Und das ist ein neuer Nagellack. 59 First Class Upgrade. Moment, da steht der Name. Das ist halt einer der neuen, die jetzt ins Standardsortiment reingeflutscht sind. Und ich finde die Farbe jetzt auch für den Herbst, für den Winter super schön. Ja. Das zu den Nagellacken noch eben. Genau. Aber ich schreibe auch die, glaube ich, nochmal in die Infobox. Ich hoffe, ich denke an alles. Ist ja jetzt doch eine Menge. Ja. Also, ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr dürft natürlich auch in eurem Kommentar jetzt was zu dem Augen-Make-up, zur Sleek-Palette, Arabian Nights sagen und natürlich die Box nicht vergessen. Welche möchtest du gewinnen und was machst du, wenn du traurig bist? Ich weiß, das ist dann eine Menge, aber gut, ich denke, es lohnt sich. Ich hoffe, ihr freut euch über die Preise, die ich euch ausgesucht habe. Und in diesem Sinne, ja, danke ich euch für eure Treue. Und freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Und bis dahin würde ich mal sagen, wie immer, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.